Ist es soweit, dass die additive Fertigung, Aufbau Schicht um Schicht, der 3D-Druck eben Einzug auch hält in die Industrie und dort auch tatsächlich in Bereiche der Fertigung, sei es als Bauteil, das gefertigt wird, sei es als Werkzeug oder. Und weil wir heute herausfinden wollen, wie das funktioniert, was da am sinnvollsten heutzutage möglich ist, haben wir von KI Next uns gedacht, wir machen ein Webinar und laden dazu zum einen Hersteller ein, der 3D-Drucker herstellt, der mal sagen kann, welche Verfahren gibt es da, welche Möglichkeiten gibt es da, was kann man alles tun. Und damit es natürlich auch praxisorientiert ist, haben wir gedacht, wir gehen mal auf die Anwenderseite, suchen uns eine Firma, die schon selber 3D-Druck auch tatsächlich produktiv anwendet in verschiedenen Bereichen. Das ist die Firma Murtfeld Kunststoffe. Und auch da haben wir also die Möglichkeit, jetzt tatsächlich mit Experten mal zu reden. So, wir haben heute von der Firma Stratasys als 3D-Druckerhersteller den Herrn Michael Anton da, den wir vielleicht irgendwo im Bild mal zuschalten können gerne. Und wir haben den Herrn Ralf Burkhoff, der von Murtfeld Kunststoffe da ist. Der Herr Anton ist Materials Business Manager für den Bereich EMEA, also Europe, Middle East, Africa ist die übliche Abkürzung, denke ich. Und der Herr Burkhoff ist technischer Assistent der Geschäftsführung bei Murtfeld Kunststoffe. Da sind Sie, denke ich mal, genau erwähnt. Ich selber, mein Name ist Wolfgang Kreuzlich. Ich bin Chefredakteur der Zeitschrift KI Next, auch der Zeitschrift Fluid. Das sind im Verlag Moderne Industrie Fachzeitschriften speziell für die Industrie, für Konstrukteure und Entwickler. Ja, ich denke, das ist mal grundsätzlich der Einstieg. Und zu Beginn würde ich also sagen, bitten wir mal den Herrn Anton, sein Video anzuschalten und sein Mikro anzuschalten und dann hier auch loszulegen. Im Prinzip können wir auch gleich Herrn Burgfeld dazu bitten, der kann dann auch gleich mit sein, dann können Sie uns alle, liebe Zuschauer, auch mal sehen und wer wir alle da sind. Und ansonsten übergebe ich jetzt tatsächlich einfach mal das Wort an Herrn Anton. 3D-Druck, additive Fertigung, was ist das und vielleicht zu Beginn auch mal, was macht da Stratasys? Ja, schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie im Namen von Stratasys zu dem heutigen Webinar zum Thema Stratasys und 3D-Druck und ja, möchte eigentlich gleich beginnen, hier in die Agenda einzusteigen mit den heutigen Themen. Wir reden heute über die additive Fertigung von Kunststoffteilen, gehen danach direkt in vier spezifische Anwendungen, zum einen das Spritzgießen, zweitens den Bau von Vorrichtungen oder den Druck additiven Fertigung von Vorrichtungen und Betriebsmitteln. Als nächstes großes Thema sind Roboter-Endarm Anwendungen oder Roboter-Effektoren und als vierten Punkt den Druck oder die Herstellung von Produktionsteilen und nach diesen vier Themen dann das Praxisbeispiel von der Firma Murtfeld. Genau. Genau, Darf da ich steigen wir ganz ein. kurz einmal noch ganz dazwischen grätschen? Wir haben, soweit ich das verstanden habe, von der technischen Seite eine kleine Umfrage sogar noch vorbereitet, wo wir Sie jetzt im Plenum quasi mal fragen können, wer von Ihnen nutzt denn schon in irgendeiner Form 3D-Druck? Sie können, während Sie jetzt weiter ganz kurz noch zuhören und der Herr Burkhoff auch noch zwei Worte sagt, schon mal selber im Prinzip eingeben, ja, nutzen Sie schon 3D-Druck oder auch nicht? Vielleicht auch unten drunter noch direkt die Branche, in der Sie das tun, falls Sie das beruflich einsetzen. Dann haben wir nachher eine kleine Auswertung und sehen, wie weit Sie da schon sind und können vielleicht auch noch ein bisschen gezielt auf Ihre Sorgen und Nöte eingehen. So, Herr Burkhoff. Genau, schönen Dank, Herr Kreuzlich. Erstmal guten Morgen auch von meiner Seite. Wenn der Herr Anton mit seiner Präsentation entsprechend durch ist, dann werde ich eine ganz kurze Präsentation zeigen, wie wir im 3D-Druck im Moment verfahren. Vor allen Dingen, was beim 3D-Druck ja immer noch so eine Rolle spielt, ist, was passiert davor und was passiert danach mit den Teilen. Und entsprechend da können wir dann auch eine fröhliche Diskussion starten, denke ich mir. Wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, Herr Anton. Gut, jetzt muss ich auf die Präsentation zurückschalten. Das ist hier, wunderbar. Ja, fangen wir an. Gehen wir direkt von der Übersicht und unserer kurzen Agenda zum ersten Punkt. Wir reden generell über additive Fertigung, das heißt über Lösungen der Firma Stratasys. Wir bewegen uns hier in zwei großen Hauptbereichen. Das ist zum einen der 3D-Druck für das Rapid Prototyping und das Design und zum anderen über die additive Fertigung von finalen Teilen. Im Bereich Prototyping und Design
haben wir wiederum zwei große Hauptthemen. Das ist die Konzeptentwicklung und ja, Teile, gedruckte Teile für das funktionale Prototyping. Und in der additiven Fertigung, hier als Hauptthema heute blau umrandet, reden wir von der Herstellung von Produktionshilfsmitteln und von der Herstellung von direkten zu verwendenden Produktionsteilen, End-Use-Parts, wie auch immer man das sagen möchte. Und dieses Thema splitten wir jetzt weiter auf. Als Fertigungswerkzeuge, haben wir hier einmal die Produktion oder die Herstellung von Montagevorrichtungen, von Befestigungsteilen, von Produktionshilfsmitteln. Hier reden wir über Lehren, über Transportsicherungen, über Roboter-Effektoren, natürlich über Betriebsmittel. Dann der große Bereich Metallverarbeitung, Werkzeuge für die Metallverarbeitung. Hier über Sandguss, Feinguss, Streckformen und Metallumformungswerkzeuge. Werkzeuge für die Kunststoffbearbeitung, natürlich das große Thema Spritzgießen, Herstellung von Blasformen, Herstellung von Masterpattern für den Silikonguss und natürlich das Warmformen von Teilen. Und als vierten Punkt über die Verbundwerkstoffbearbeitung. Hier bieten wir Lösungen für Laminierformen, Formenschalen, lösbare Kerne und natürlich Schablonen. Konzentrieren wollen wir uns heute auf die hier rot markierten Punkte Montagevorrichtung, Betriebsmittel, Robotereffektoren und beginnen mit dem Thema Spritzgießen und am Ende über fertige Teile. Das heißt, wir gehen jetzt direkt in das Thema, ganz kurz erklärt, was eigentlich sind unsere Technologien. Die Firma Stratasys bietet zwei hauptsächliche Technologierichtungen an. Das ist zum einen einmal das PolyJet-Verfahren und das FDM, Fused Deposit Modeling-Verfahren. Beim PolyJet wird ein Acrylatgemisch verarbeitet. Das ist eine UV-aushärtbare ein Kunststoff. Wir reden hier einmal von Stützmaterial, von Modellmaterial, die simultan und gleichzeitig verarbeitet werden. Wir haben hier Druckköpfe, die feinste, winzigste Kunststofftröpfchen genau dahin bringen, wo unser CAD oder das STL sie gebraucht hat und nachfolgend durch eine UV-Aushärtung sofort aus- und durchgehärtet werden. Das PolyJet-Verfahren ist gekennzeichnet durch sehr feine Details, weil wir hier in sehr, sehr feinen Schichten von im Grunde genommen 15 bis 16 Mikrometer arbeiten. Wir haben eine enorme Materialvielfalt, denn wir können nicht nur unsere 17 Basismaterialien verarbeiten, sondern wir können natürlich auch mit unserer Connex-Technologie zwei oder drei Materialien gemeinsam verarbeiten und somit Komponenten herstellen. Und wir kriegen hier realistische Produkte aus verschiedensten Materialien. Das können harte und weiche Komponenten sein. Das können klare, farbige, opake Kunststoffe sein. Das können Kunststoffe sein, die zum Beispiel ein ABS simulieren oder ein Polypropylen oder verschiedenste andere Kunststoffeigenschaften wie Schroa-Härten oder Farbwerte. FDM. Darf ich da ganz kurz, Bitte. Entschuldigung, darf ich ganz kurz mal rein? Das ist ganz spannend, weil ich tatsächlich selber mal so einen entsprechenden PolyJet-Drucker im Einsatz gesehen habe und danach auch wirklich, im Prinzip ist es einige Jahre her, einen Dinosaurierkopf gesehen hatte. Der war im Prinzip aus weichem Kunststoff, sodass man den bewegen konnte ein bisschen. Und die Zähne waren aus ganz harten. Der Kopf war schwarz, die Zähne waren weiß. Also es ist ganz, ganz beeindruckend, einfach um die Erfahrung damit reinzubringen, dass tatsächlich hier mehrere verschiedene Materialien mit verschiedenen Farben und verschiedenen Härten in einem Druckgang gedruckt werden können. Das nur so zwischendrin mal, weil es mir persönlich aufgefallen war. Okay, danke sehr, Herr Gräußlich. Ja, wie gesagt, weiter zum Thema FDM. Hier beim FDM verarbeiten wir vor allen Dingen technische thermoplastische Kunststoffe, also reine Materialien, reine technische Kunststoffe, wie sie auch beim Spritzguss verarbeitet werden. Natürlich nicht als Granulat, sondern als Filament auf Rolle, die dann in dem System wieder aufgeschmolzen werden und Faden für Faden aufgetragen und mit dem darunterliegenden
sich verschmelzen. FDM kennzeichnet sich durch hohe Präzision und Wiederholbarkeit. Und natürlich, da wir hier mit technischen Kunststoffen arbeiten, ist die Haltbarkeit oder auch natürlich die Beständigkeit dieser damit hergestellten Teile deutlich länger als zum Beispiel von PolyJet oder anderen Technologien. Da würde ich auch ganz kurz noch eine Frage mal dazwischen setzen wollen. Gerade das Fused Deposition Modeling, also die Schmelzbeschichtung, ist ja so ein Stück weit auch das, was die einfachen, billigen 3D-Drucker machen. Im Prinzip kann man sich immer vorstellen, das ist eine Zahnpastatube und die drückt unten quasi ein Stück aus, heiß, und der schmilzt dann aufeinander. Bei vielen Modellen war es bisher so, dass die quasi in der Z-Achse, in der beschichtet wird, quasi nicht so stabil waren wie in den XY-Achsen, wo der Strang selber quasi irgendwo noch in sich stabil war. Ist das bei Ihrem Verfahren anders, wenn Sie jetzt gerade sagen, dass es wirklich hochwertige Kunststoffe sind? Was unterscheidet das von diesen anderen Modellen an anderen Druckern? Also zum einen muss man natürlich sagen, sämtliche Schichtbauverfahren, da wir hier über Schichten reden, eine Schicht ist immer eine Sollbruchstelle. Auch wenn man sie nicht sieht, auch wenn sie noch so fein ist und mit der darunter liegenden Schicht verklebt, verbunden, es ist trotzdem immer ein Unterschied, ob ich einen Teil in XY belaste oder in Z belaste. Von daher ist es hier extrem wichtig, dass ich mein Bauteil im Bauraum so positioniere, dass ich der Belastung, der späteren Belastung entsprechend, eben nicht Schichten in Z aufbaue, wenn ich später in Z dann auch meinen Druck oder meine Belastung in diese Achse haben möchte. Das heißt, hier ist auch so ein bisschen die Erfahrung des Bedieners und des Entwicklers gefragt, wie positioniere ich meine Teile im Bauraum. Das ist bei PolyJet etwas weniger ausgeprägt, da ich hier mit kleinsten Tröpfchen arbeite, die sich miteinander vermischen. Aber auch hier, auch wenn man es nicht sehen kann, wenn man ein Teil aufbricht, auch hier habe ich letztendlich Schichtbauverfahren und zum Beispiel mit PolyJet hergestellte kleine Schnapphakenverbindungen sind ganz einfach, wenn sie in Z gedruckt wurden, etwas empfindlicher auf Überdehnung und Streckung, als wenn dieser Schnapphaken längs der Druckrichtung in XY-Ebene gedruckt wird. Wunderbar. Ihre Frage zum Unterschied: Natürlich gibt es, ich sag mal, sehr dramatische Unterschiede von den, ich sag mal, etwas einfacheren Makern, Bots, wie man immer sie auch nennt, im Material. Wir reden hier von gleichen Materialien, alle arbeiten mit PLA oder mit ABS oder ähnlichen Materialien, wobei sich Stratasys hier wirklich konzentriert auf industrielle Verarbeitung. Das heißt, wir müssen extrem Wert darauf legen, dass der Faden eben nicht reißt, dass ich getrocknete Materialien habe, dass ich durch unsere Verpackung dafür sorge, dass keine Feuchtigkeit während der Verweildauer des Materials in dem System in das Material eindringt, wir reden hier von Anwendungen im Flugzeugbau, im Schiffbau, im Automobilbau, um Schwachstellen ganz einfach zu vermeiden. Das können die etwas einfacheren Drucker einfach nicht leisten. Und wir legen hier sehr, sehr viel Wert drauf, dass wir diese Materialien eben auch zertifiziert haben für die Luft- und Raumfahrt, und da kann man sich im Prinzip mit den etwas günstigeren Materialien einfach nicht ähnlich bewegen wie mit geschützten Materialien in einer geschützten Umwelt. Genau. Dazu passt ganz kurz eine Zwischenfrage, vielleicht sogar, die es aus von unseren Zuschauern auch gerade kommt. Der fragt jemand nach der UV-Stabilität der fertigen Bauteile. Ist das bei Ihnen, bei einem der Modelle möglich, grundsätzlich? Grundsätzlich, UV-Licht zerstört alles. UV-Licht ist extrem aggressiv. Das mal vorneweggestellt, das ist egal, ob das Kunststoff, Stahl oder Aluminium ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt natürlich von Stratasys ein Material, gerade auf dem FDM, in der FDM-Welt, also in der Stratasys thermische Kunststoffe, ein recht neues Material bei uns im Portfolio, nennt sich ASA, ASA, ist ein sogenannter Outdoor-ABS mit einer extrem längeren Haltbarkeit, und es bleicht deutlich weniger schnell aus.
und versprödet auch deutlich langsamer als zum Beispiel normale Standard-ABS es tun würde. Also hier gibt es schon Materialien, die den Umweltbedingungen deutlich länger standhalten als normale Materialien. Wunderbar. Ganz kurz auch noch, weil es dazu passt, weil eine Frage genau dazu jetzt auch kam. Das Problem mit der XYZ-Achsen-Belastbarkeit wurde gefragt, ob es mit feineren Schichtdicken gelöst werden könnte. Feinere Schichtdicken gehen vor allen Dingen in Richtung Qualitätssteigerung der Oberflächen. Das heißt, je feiner ich meine Schichtstärke mache, desto schöner ist meine Oberfläche, das ist ganz klar. Aber desto länger ist auch meine Bauzeit. Das heißt, ich habe immer hier einen Kompromiss zu finden. Und im FDM-Verfahren haben wir vier verschiedene Schichtdicken zur Verwendung. Von 0,127 mm bis 0,33 mm. Wir bieten nicht alle Materialien in allen Schichtstärken an, weil es teilweise keinen Sinn macht oder weil noch nicht danach gefragt wurde. Also ich kann, Herr Kreuzl, Herr Burkhoff, so ist das. Das ist, hat auch mal eine Frage damit zu tun, wie hat, in welcher Zeit kann ich ein Bauteil herstellen? Natürlich gibt es immer Fragen, ja, wir wollen feiner, feiner, feiner werden. Die Frage ist, akzeptiere ich damit dann auch meine höhere Baudauer? Und es wird, ich sage mal, zum Beispiel beim Nylon 12 ist eine höhere Toughness, also eine höhere Zähigkeit mit höherer Schichtstärke verbunden. Also je dicker der Faden, den ich auflege, während meines Bauprozesses, je stärker der Faden ist, desto höher ist meine Zähigkeit, aber desto niedriger natürlich meine Schönheit und meine Oberfläche. Das Wunderbar. heißt, ich muss hier einen Jetzt Kompromiss ganz finden, kurz, ganz eindeutig, ja. genau, operativ. Wir haben die Umfrage vorher gestartet, kurz weggemacht. Ich würde Sie, wenn noch nicht alle die Chance hatten zu klicken, ich glaube 40% haben mitgemacht, nochmal reinnehmen, während wir noch kurz weiter plaudern und danach mal zügig in die Präsentation wieder reingehen, dass wir die soweit fertig haben. Ich werfe aber ganz kurz jetzt, während die Fragen nochmal beantwortet werden dürfen von den Zuschauern hier, in den Raum. Es gibt ja auch noch andere Verfahren. Es gibt das Laserschmelzen, das Lasersintern, Stereolithografie. Ein, zwei Einschätzungen auch von beiden Experten zu den Themen, wie wichtig ist da vielleicht welches Verfahren derzeit für die Industrie, ob sie es nun selber anwenden oder anbieten, unabhängig davon einfach ganz generell vielleicht die Meinung. Also im Industriebereich ist eigentlich im Moment nur FDM und das SLS-Verfahren etwas, was wirklich auch Produkte liefert, die man benutzen kann, in Anführungszeichen. FDM ist wahrscheinlich im Kunststoffbereich am weitesten verbreitet. Die SLS-Anlagen sind auch noch deutlich aufwendiger und von daher wird es auch noch eine Weile so bleiben, denke ich mir. Ja, also SLS-selektives Lasersintern, wo im Prinzip tatsächlich mit einem Laser meistens Pulvergranulat aufgeschmolzen wird und teilweise das gesamte Material geht dann auch mit Metall dort aufgeschmolzen werden kann. Es ist eine Frage dabei, wo es auch zum Beispiel darum geht, Rückschlagventile, gehärtete Ventilsitze, ob die gedruckt werden können. Diese ganzen Fragen, das sage ich auch allen Zuschauern jetzt mal, wir sammeln sie hier, werden wir am Ende auch nochmal der Reihe nach detailliert durchgehen und über die verschiedenen Möglichkeiten sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele teilgenommen haben bei der Umfrage. Wer noch klicken möchte, möge es bitte jetzt tun. Ansonsten würde ich sagen, schalten wir die wieder weg und gehen dann tatsächlich mal wunderbar rein. Kriegen wir gleich die Auswertung nebenbei an die Technik, die Frage? Oder? Ah ja, wunderbar. 69% der Teilnehmer haben teilgenommen und 38% der Gesamtteilnehmer nutzen bereits 3D-Druck in der Fertigung, 34% noch nicht. Wunderbar. Dann danke für die Teilnahme und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal tatsächlich in die Anwendungen rein, wo tatsächlich die Stratasys-Modelle, Möglichkeiten eingesetzt werden und dann gucken wir nachher weiter. Herr Wunderbar, Anton. schönen Dank, Herr Grosnig. Ja, gehen wir weiter zum Thema Anwendungen. Und wir haben jede dieser vier Anwendungen kurz unterteilt. Wir blenden jetzt nicht jedes Mal die Agenda ein. Die Frage ist immer, wo wird es eingesetzt? Wofür ist es am besten geeignet? Und wir reden natürlich über Vorteile, die es bringt, diese Art von Teilen mit additiver Fertigung zu produzieren. Und wir beginnen hier mit dem Spritzguss. Das heißt, was keiner für möglich gehalten hat vor vielen Jahren, was auch schon mehrfach probiert wurde mit anderen Technologien, seit ungefähr 3 Jahren entwickeln wir hier die Anwendung von Spritzguss, also von Spritzguss in gedruckte Werkzeuge. Warum tun wir das? Um die Lücke zu schließen zwischen dem Prototypenbau
und einer späteren Serien- oder Kleinserienfertigung. Wir reden also hier wirklich von der Produktion von Kleinserien im Mittel, sagen wir, Losgröße 1 bis 50, je nach Material und je nach Komplexität der Form auch mal 100. Und wenn wir eine gut entwickelte Form haben und mit relativ simplen Werkstoffen arbeiten, dann geht es auch deutlich darüber hinaus. Wir reden hier zum Beispiel, wo ist die Anwendung? Also wenn Silikonguss, wenn RIM oder andere AP-Verfahren schlicht und ergreifend nicht die geforderten Materialien bringen, die ich benötige für meinen Prototypen oder meine Kleinserie im Original Kunststoffwerkstoff, dann kann ich dieses hier mit gedruckten Werkzeugen relativ simpel herstellen. Ich sage mal auch, wenn ich mehrere Werkstücke brauche, wir wissen, Silikonguss liefert zwischen 20 und 25 Abgüsse. Danach brauche ich im Prinzip ein neues Teil. Und manchmal brauche ich auch eben auch nur 5 oder 10 Schuss sozusagen, um eine Entwicklung voranzutreiben, um einen Zwischenzustand zu erreichen, auf dessen Basis ich mein Material testen kann, meine Teile testen kann. Und dazu ist ja, das Spritzgießen in gedruckte Werkzeuge angedacht und auch verfügbar. Natürlich auch, wenn ich gerade keine anderen Fertigungsmittel zur Verfügung habe. Also wenn alle meine Fräsen zum Beispiel produzieren und Geld für mich verdienen und ich habe einen Schreidersitzdrucker zur Verfügung und mit mehreren Materialien bin ich hier in der Lage, meine Formen zu produzieren, meistens über Nacht in wenigen Stunden. Und das Ganze dient im Prinzip auch dazu, natürlich mein Design zu überprüfen und natürlich auch das Design meiner Werkzeuge zu überprüfen. Ja, die Grafik hier drunter zeigt uns, wo wir im Design oder im Prozess, im Lifecycle eines Produktes ansetzen. Wir haben immer natürlich vorne die CAD, die Idee, das ist die Zeichnung, den ersten Teileentwurf gehen wir in den, wir nennen es Prototyp-Zyklus 1. Da, wo mein Entwurf überprüft wird, wo ich mit Rapid Prototyping mir meine Teile als RP-Teile baue, wo ich Nachbildungen erzeuge. Und dann als nächsten Schritt, wenn ich meine funktionalen Prototypen brauche, aus dem tatsächlichen Endmaterial, wo ich meine kompletten Testbedingungen nachvollziehen kann und wie gesagt auch schon meine Gießform überprüfe, hier setzen wir an, in diesem Bereich. Mit unseren gedruckten Formen und schließen damit im Prinzip die zeitliche Lücke in den Bereich der Endteilfertigung. Kurze Zwischenfrage an der Stelle, ganz kurz. Mit welchen Materialien können Sie denn spritzen? Weil Sie gehen ja am Ende womöglich mit heißem Kunststoff in Kunststoff rein, weil Ihre Formen sind ja dann aus Kunststoff. Welche Materialien, das darf ja nicht schmelzen, Ihre Form. Was kann man da Das verwenden? darf nicht schmelzen. Da kommt aber gleich in den nächsten Folien, wir reden gleich drüber. Da sage ich was dazu. Wir reden hier natürlich, wofür ist es am besten geeignet? Ganz klar, wir spritzen ja, wie der Herr Grossi gerade sagte, wir spritzen einen heißen Kunststoff in einen Kunststoff, der teilweise auch nur eine HDT hat, die deutlich geringer ist als der thermoplastische Kunststoff. Unsere Kunststoffe haben eine HDT zwischen 50 und nach der thermischen Nachbehandlung 95 bis knapp 100 Grad. Wir spritzen aber teilweise ein, wir sehen hier von gemäßigten Temperaturen, trotzdem bis knapp 300 Grad. Also wir haben hier auch schon 285 Grad, 290 Grad eingespritzt. Natürlich funktionieren Kunststoffe mit guten Fließeigenschaften wie Polypropylen, Polyethylen besser als hart oder schwer gefüllte Kunststoffe. Nichtsdestotrotz verwenden wir hier viele thermische oder technische Standardkunststoffe, wie gesagt, PE, PP, ABS, Nylon, Nylon 6, 6,6, Nylon 12 wird kompliziert, TPU aufgrund der Klebrigkeit und der Extremparametern wird nicht einfach, aber zum Beispiel in Nylon 6 glasgefüllt 20 bis 30 in POM und in ähnliche Kunststoffe haben wir schon gearbeitet. Das heißt, wir haben hier einen recht großen Bereich aus technischen Kunststoffen, die wir hier verarbeiten können. Wie gesagt, im Bereich so unter 300 Grad
Einspritz- oder Düsentemperatur können wir hier arbeiten. Wie schon erwähnt, wir reden von Kleinserien, 5 bis 100 Teile, was sehr stark differiert vom Kunststoff. Ja, also ein POM zum Beispiel fließt deutlich einfacher als ein PA6. Und wenn der oder wenn ich ein gefülltes PP habe, auch da habe ich dann weniger Endteile, weil einfach das Spritzgussmaterial aggressiver ist und hier sehr abrasiv in der Kunststoffform arbeitet. Aber gehen wir von dem Fall aus, ich brauche für meine Entwicklung 10, 15 Teile, um auf Basis dessen weiterzumachen meiner Entwicklung. Das sollte uns im Grunde genommen mit 1 bis 2 gedruckten Formen meist gelingen. Mittlere Teilegröße reden wir von bis 165 Kubikzentimeter. Warum gehen wir hier ein Limit an? Weil irgendwann einfach der Energieeintrag in die Kunststoffform so hoch wird und Kunststoff leitet die Temperatur nicht ab. Das heißt, meine Energie verbleibt an der Oberfläche. Ich habe, weil es Isolator ist, kaum Energieableitung und demzufolge bin ich hier etwas limitiert. Das hängt natürlich auch davon ab, habe ich jetzt sehr dickwandige Teile, da werde ich etwas runtergehen müssen. Habe ich aber flache, große Teile mit dünnen Wänden, kann ich hier auch etwas mehr Kunststoff einspritzen und habe damit auch sehr schöne, große Teile. Das Teil, was wir hier unten sehen, das ist ein Teil der Firma Säufer, das ist eine Abdeckung, die ist etwa Zigarettenschachtel groß und hat 20 bis 25 Mal in verschiedenen Werkstoffen hervorragend funktioniert. Frage zum Thema, welche Spritzgießmaschinen können wir einsetzen? Im Grunde genommen alle, das geht natürlich los mit kleinen Systemen wie Babyplaster, Dr. Boy, bis hin zu Engel oder eben Arborg-Maschinen, es ist völlig egal. Natürlich hängt die Auswahl der Spritzgießanlage immer von der Menge des eingespritzten Materials ab. Also ich werde jetzt keinen Fingerhut mit einer 500-Tonnen-Maschine spritzen. Ja? Also da wissen aber auch die Spritzgießer, die das hinterher machen, sehr genau und können ihre Erfahrungen da voll einbringen. So, zur nächsten Folie. Halt, das ist nächste Folie. Hier jetzt ganz kurz zu den Vorteilen. Was wir hier vor allen Dingen erreichen, ist eine deutliche Verkürzung der Zeiten, die ich brauche, weil die meisten Werkzeuge, immer bis so zu 2 Hände groß, kann ich über Nacht oder in 10, 12 bis 15 Stunden herstellen. Ich habe kaum mechanische Nacharbeit. Das Einzige, was ich natürlich machen muss, ich muss meine Auswerferpins nachreiben, also die Bohrung für die Pins nachreiben. Ich muss Gewinde nachschneiden. Da aber die Löcher im Prinzip dafür die Bohrung schon gedruckt sind, muss ich hier wirklich nur minimale, ich sag mal, halbe Stunde bis anderthalb Stunden, je nach Größe, investieren und bin danach am zweiten, spätestens dritten Tag in der Lage, auf meine Maschine zu gehen und mir meine ersten Abmusterungsversuche zu fahren. Durch die Zeitverkürzung habe ich natürlich Kosteneinsparungen. Ich habe hier spezielle Produktmaterialien als Ergebnis und das Ganze, also die Herstellung selber des Werkzeuges, die passiert natürlich vollautomatisch auf dem 3D-Drucker. Das heißt, ich gebe mein STL ein, platziere es im Glossy-Mode, dass ich auf der Oberfläche, wo hinterher mein Kunststoff eingespritzt wird, kein Supportmaterial habe. Und danach läuft der Prozess komplett mannlos und ohne Nacharbeit oder ohne Zutun ab. Ich brauche kein Fräsprogramm, alles das wird nicht benötigt. Ich habe damit die Möglichkeit, mal eben schnell meine Teile herzustellen und meine Belastungen zu prüfen, mein Werkzeugdesign zu prüfen und natürlich auch die richtige Materialauswahl zu treffen. So, als nächstes möchte ich zwei Neuentwicklungen und Partnerschaften ganz kurz ansprechen mit der Firma Hasco. Ich denke, alle diejenigen, die im Spritzgießbereich arbeiten, kennen die Firma Hasco als Lieferant von Spritzgießnormalien. Was die Firma Hasco hier macht, ist eine Kombination der Vorteile von Stahlwerkzeugen, wie gehabt, und Kunststoff. Das heißt, ich habe hier gedruckte Teile, die Kavitäten hier im Bild weiß, das ist unser neuer Rigor RGD 450 Werkstoff, ist ein sehr zäher Werkstoff.
Damit habe ich eine sehr flexible Produktion und einen geringen Aufwand. Und alle beweglichen Teile, Schieber und Ähnliches, sind komplett aus Stahlnormalien gefertigt. Das heißt, hier oben sehe ich meinen beweglichen Stahlblock. Ich habe damit überhaupt keine Temperatur- oder Reibungsprobleme. Das ist alles bekannt, das ist alles handelbar. Das heißt, ich kombiniere hier wirklich auf sehr effiziente Art und Weise die Vorteile aus einem Standard-Rahmensystem, aus einem Standardsystem ja, gedruckten Werkstoffen. Ja. Der Vorteil hier: Ich habe meine kleinen Teile in wenigen Stunden gedruckt, habe damit auch hier kaum, also wenig verringerter Materialaufwand. Ich muss nicht die großen Formen drucken, sondern nur das, was ich wirklich brauche. Und hier meine mechanische Nachbearbeitung, die geht quasi gegen null. So, Habe ich eine ganz als. kurze Frage, auch Ja, Entschuldigung, bitte. eine Frage aus dem Publikum, weil Sie sagen mechanische Nachbearbeitung gering. Generell war hier die Frage, wie müssen die Oberflächen für ein Werkzeug aus dem 3D-Drucker nachbehandelt werden, damit sie im Spritzgussprozess eingesetzt werden können? Muss der geschliffen, Sandstrahlen oder ähnliches werden? War die eine Frage mal. Okay, nein. Im Prinzip reden wir hier wirklich davon, ja, Bohrungen oder ähnliche Sachen nachzubearbeiten. Das heißt, meine Auswerferpins und die Bohrungen für die Pins natürlich aufzureiben. Wir drucken natürlich die Bohrung, wenn ich einen Auswerferpin habe von 4 mm Durchmesser, sollte ich diese Bohrung mit 3,8 mm drucken und später aufreiben, damit ich hier auch einen sauberen und sehr, sehr einfachen Lauf habe. Aber Gewinde schneiden ist kein die Problem. Flächen müssen quasi nicht bearbeitet werden in irgendeiner Form. Die Fläche, die eigentliche Kavitätsfläche wird nicht bearbeitet. Wenn ich die Möglichkeit habe, die Dichtfläche, also da, wo die beiden Formen quasi sich zusammenfahren, wenn ich die Möglichkeit habe, diese ganz kurz mit einem Zehntel abzunehmen, um eine scharfe Kante herzustellen zwischen meinen beiden Kavitäten, dann habe ich hier eine etwas höhere Lebensdauer. Durch den Druck bedingt, durch den Druck im Glossy-Mode bedingt, habe ich an den oberen Kanten einen leichten Radius von 0,15, 0,2 mm. Und wenn ich diesen Radius durch Abnehmen des obersten Zehntels etwas scharfkantig gestalten kann, dann hat das einen Vorteil, weil ich habe dann weniger Gratbildung und meine Form hält einfach länger. Also es ist Wunderbar, wirklich dann. gering. Ja. Das kann man teilweise manuell machen, auf einem 600er Stück Schmirgel oder eben ganz kurz auf die Schleifmaschine oder auf die Fräse und dann einfach abziehen. Das ist recht einfach in wenigen Minuten gemacht. Perfekt, dann sausen wir weiter. Okay, weiter. Die nächste Zusammenarbeit möchte ich hier vorstellen mit Dr. Boy. Wir waren auf der FACUMA vor wenigen Wochen und haben hier eine kleine Dr. Boy uns hingestellt auf dem Stand von Dr. Boy, mit einem kleinen Drucker, haben ein kleines, ich sag mal, ein Paket geschnürt aus einem recht einfachen 3D-Drucker der Objet 30-Serie und der kleinen Boy XS. Gezeigt haben wir hier im Prinzip, das ist so ein typischer kleiner Boy-Wechselrahmen, der ist wirklich, in wenigen Minuten ist hier das Werkzeug gewechselt. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, wirklich im Automatikzyklus Teile herzustellen. Das heißt, wir haben nicht den Halbautomatikzyklus gewählt, sondern wir haben das Teil so lange optimiert und auch entsprechenden Kunststoff, nämlich BOM, verwendet, damit wir hier durch die richtige Wahl des Werkzeugs und des Materials den Automatikzyklus einstellen können. Der Zykluszeit, die war 85 Sekunden. In diesen 85 Sekunden waren aber auch schon 30 Sekunden Abkühlzeit, und zwar nicht die Abkühlzeit bei geschlossener Form, sondern die Abkühlzeit nach Entnahme des Werkstückes drin oder des gedruckten oder des gespritzten Werkstückes drin, weil, ganz wichtig, wir müssen zwischen zwei Schüssen mit der Oberflächentemperatur des gedruckten Werkstückes, der gedruckten Form unter 40 Grad, um einfach hier eine Überhitzung des Ganzen und damit einer vorzeitigen Zerstörung entgegenzuwirken. Das heißt, wir kühlen hier mit Luft, ja, die Oberfläche des gedruckten Werkzeuges. Wir haben dazu hier unten, das sehen Sie in dem Bild,
einen kleinen Kühlblock entworfen. Da wird ganz einfach Luft eingeführt und das über entsprechende kleine Düsen direkt in die Oberfläche oder auf die Oberfläche des Werkzeuges die Luft gebracht, sodass ich hier eine Abkühlung des Werkstückes habe. Natürlich haben wir dieses Stück auch gedruckt aus Vero Clear, ganz einfach, weil was schön aussieht, und das haben wir auch noch blau angeleuchtet. Gab noch schönen Effekt auf der Messe und die Leute waren interessiert und wir hatten sehr, sehr viele Nachfragen, wie es funktioniert. Ganz stolz waren wir im Prinzip darauf, dass wir am ersten Tag der Fakuma 650 Teile aus einem Werkzeug geholt haben. Also wir haben das wirklich stundenlang laufen lassen und hatten am Ende 650 Teile aus einem Werkzeug, wie gesagt, mit POM und mit einer sehr, sehr gut optimierten Geometrie des Werkzeuges. Natürlich, ganz klar, wenn man POM ersetzt später mit einem glasgefüllten PA6, habe ich deutlich weniger Teile. Ganz klar, weil PA6 GF30 ist deutlich aggressiver als POM. Aber wie gesagt, wenn ich POM-Teile brauche, habe ich POM-Teile, und wenn ich GF6 oder PA6 GF30 Teile brauche und ich brauche nur 15 Teile, wir haben hier 50 Schuss rausbekommen. Das ist für den Versuch mehr als hinreichend als Prototyp. Wunderbar. Dann sollte es ein bisschen vorangehen, dass wir noch alles schaffen, was wir heute zeigen wollten, bevor es dann zu lange dauert. Aber ich denke, wir sind ganz vernünftig in der Zeit. Gut, dann gehen wir weiter. Das so viel zum Thema Spritzgießen, jetzt zum Thema Vorrichtungen. Wo wird es eingesetzt? Ganz klar, zum Beispiel, wenn ich mir ein spezielles Werkzeug fertigen kann, um ein anderes Werkstück zu fixieren, oder aber für Schablonen und Lehren, wenn ich etwas am Werkzeug feststellen oder befestigen möchte. Industrie verwendet diese gedruckten Vorrichtungen schlicht und ergreifend zum Thema Qualitätsmaximierung. Ich habe eine sichere Halterung meines Teils. Ich habe eine Effizienzsteigerung, um hier Teile zu positionieren, festzuhalten, zu schützen, zu transportieren und natürlich auch zu organisieren. Am besten geeignet natürlich da, wenn mein Design meines Teils sehr komplex wird, um mir meine Montage zu vereinfachen. Also wir alle haben nur zwei Hände, und wenn wir etwas montieren wollen, was gleichzeitig festgehalten und montiert werden muss, dann ist es hier recht simpel, wie man hier sieht oder hier sieht, uns eine kleine Vorrichtung zu drucken, um ein Teil dort sicher einzulegen und zu positionieren. Ganz klar, wir haben hier Kunststoffe. Das heißt, wir müssen darauf achten, sind die zu erwartenden Belastungen während meiner Arbeit mit dem Werkstoff hinreichend. Das heißt, sind meine mechanischen Eigenschaften des Plastiks, des Kunststoffes hinreichend, um den Belastungen, den Temperaturen und auch den Umwelt- oder chemischen Beanspruchungen während der Lebensdauer das abzukönnen? Wobei ich die Frage mich natürlich immer stellen muss, wenn ich Kunststoffe letztendlich einsetze. Ne? Unabhängig davon, ob es gedruckte Kunststoffe oder ob es ganz normal hergestellte Kunststoffe, ganz völlig gefräste oder spritzgegossene Kunststoffe sind. Völlig klar. Solange es den Job tut, und das ist eine ganz einfache Aussage, solange es den Job tut, warum Aluminium nehmen, warum Stahl oder andere Sachen nehmen, wenn doch ein Kunststoff den gleichen Job erledigt für eine vorher definierte, ich sag mal, Laufzeit. Wir sind mittlerweile in der Lage, Teile bis zu 1 Meter Größe am Stück zu drucken, und Frage nach Toleranz, ganz klar, wir reden hier von plus minus ungefähr 0,13 Millimetern, das heißt in dem Bereich anderthalb Zehntel, gutes Zehntel plus minus, können wir hier sicher und wiederholbar Teile produzieren. Vorteile, ganz klar, Ergonomie und gesteigerte Produktivität. Meine Vorrichtungen steigern meine Effizienz, verbessern meine Wiederholbarkeit und natürlich für den Werktätigen, für den Menschen, der damit arbeiten muss, ich habe eine Gewichtseinsparung, ich habe bessere Handhabbarkeit, also meine Ergonomie ist ganz wichtig. Ich verringere meine Zykluszeiten, meinen Arbeitsaufwand für Montagen, meinen Ressourcenbedarf, meinen Dokumentationsbedarf, weil ich keine 2D-Zeichnungen mehr habe und damit meine Gesamtbetriebskosten.
Gibt es zu dem Thema Fragen, Herr Kreuslich? Es gab verschiedene, die wir vielleicht jetzt so da rein noch mal gucken können. Okay. Was ganz spannend ist, dass wir zwischen mal reinnehmen. Generell waren zum Material noch ein paar Fragen, die wir vielleicht einschieben können. Und zwar beispielsweise, ob UV-gehärtete Materialien unter UV-Licht später weiter nachhärten. Das war noch die UV-Thematik. Vielleicht eine Ja. kurze Antwort. Unsere Materialien im Prinzip nicht. Also sie werden halt spröde. Ja, wenn ich also Sonnenlicht, was ja sehr einen hohen UV-Anteil hat, drauf oder beauflage, Materialien versprüden. Ja, es gibt Materialien wie ASA, wie Ultim 1010, die deutlich weniger schnell versprüden und damit mechanisch nachlassen. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit Standard PC oder mit ABS arbeite, habe ich mitunter unter UV eine deutliche Versprödung. Zum Thema PolyJet, da unsere Materialien mit UV gehärtet werden, haben wir zum Beispiel bei dem Veroclear keine Vergelbung. Ja, unsere Materialien werden eher klarer mit der Zeit. Also das, gerade das Veroclear wird, der Gelbstich verschwindet über die Zeit, sodass wir hier im Prinzip keine Nachvernetzung über die Zeit haben. Aber auch hier tritt eine Versprödung ein, ganz klar. Ist halt nur eine Frage, Dann wie lange und was tue ich dagegen? war noch die Frage, weil Sie gesagt haben, man druckt da über Nacht irgendwelche Formen oder andere Teile aus. Die Frage, ob die Drucker mannlos über Nacht ohne Sprinkleranlage laufen dürfen. Natürlich. Weil Sind fähig, konforme wir haben ja Maschinen keinerlei Laser. dürfen. Wir haben ja ganz, ganz geringe Energien, nur wir haben keinen Laser, wir haben keine Wärme, die irgendetwas in dem Bereich Feuerlastigkeit beauflagen könnte. Wir drucken quasi wie flüssige Tinte, nur eben nicht auf Papier, sondern übereinander. Die Frage ist eher anders zu stellen, nicht ob sie es dürfen, sondern ob sie es können. Und da kann man ganz eindeutig sagen, sie können es. Also Natürlich, von ja, daher. natürlich, ja. Weil gerade Murtfeld ja auch Drucker einsetzt, lassen Sie über Nacht irgendwelche Drucker laufen, so aus der Wir Praxis? lassen unsere Drucker über Nacht laufen, ja. Speziell Auch die mannlos. Stadtbusanlagen kann man landlos laufen lassen, ja. Ja, wunderbar. Gut, Also, eine weitere Frage in dem Kontext war vielleicht noch generell, sowohl beim Spritzguss, bei den Formen als auch jetzt bei den Haltevorrichtungen. Wie ist denn das Schwundverhalten von solchen Bauteilen? In welchen Bereichen und Dimensionen, Richtungen, Langzeitschwund, wenn Sie sowas einsetzen, was gibt's da? Schwundverhalten, klar, wir reden über Kunststoffe. Kunststoffe im Bereich Thermoplastik, die schwinden ganz normal, wie thermoplastische Kunststoffe schwinden. Das heißt, hier sind die Schwindungsmaße schlichtergreifend bekannt und ich kann dagegen arbeiten. Zum Thema PolyJet, da ich hier mit Tröpfchen arbeite, habe ich weniger Schwund. Dafür muss ich darüber achten, wie ich mein Bauteil oder bestimmte Geometrien drucke oder fertige. Ich habe natürlich einen Unterschied, ob ich einen Teil flach im Bauraum lege oder ob ich es so baue. Es gibt ganz komplizierte Geometrien, also zum Beispiel eine Fläche mit einem Zaun drumherum ist eine sieht einfach aus, ist aber quasi die Hölle für alle RP-Verfahren, weil ich hier verschiedene Schwindungen aufeinander habe, was zu Verformungen führen kann. Ja, also hier muss ich einfach damit rechnen, dass ich, wenn ich auch eine Form baue, habe ich eine leichte Durchbiegung von ein paar Zehnteln. Das werde ich nicht vermeiden können, weil ich dafür die Funktion des Glossy-Drucks deutlich besser habe. Also ich möchte ja dort vermeiden, meine Oberfläche mit Supportmaterial belegt zu haben und da muss ich einen Kompromiss finden. Ganz klar. Okay, wunderbar. Wie gesagt, andere Fragen werden wir später noch beantworten. Gehen wir mal weiter zum Thema Roboter. Da Genau. gibt es nämlich auch ganz spannende Themen und schauen uns mal da eine Anwendung an. Jetzt zum Thema FDM. Hier beschränken wir uns momentan, also in diesem Vortrag auf das Thema FDM. Natürlich kann ich hier auch kombinieren, um das mal vorwegzustellen. Die cleverste Lösung ist immer eine Hybridlösung. Wenn ich FDM mit PolyJet-Teilen da, wo es passt, verbinden kann. Einsetzen tun wir es hier natürlich für einen unterbrechungsfreien Betrieb, für eine optimierte Produktion und für eine enorm große Wiederholbarkeit meiner Greif-, Hebe-, Halt-, Transportzyklen. Ersetzen von gefrästen Komponenten, dafür ist die Idee geboren. Hier ganz deutlich, wenn ich meine Design meiner Greifer, meiner Manipulatoren, Effektoren hier optimieren kann, ich habe durch einen geringeren Fachkräftebedarf, das heißt, mein Werkzeugbau hat Zeit,
also für andere Sachen. Und natürlich Lagerhaltung wird positiv beeinflusst. Ich habe weniger Teile, die ich mir irgendwo hinlegen muss. Am besten geeignet, war eine Frage, Herr Kreuzlich? Nee, am besten geeignet, Größe, ich sag mal 25 mm bis 400 mm. Das ist so der Bereich, wo die meisten Manipulatoren am Stück gedruckt werden. Wenn das Design höchst komplex ist, durch ja, Softwareoptimierung natürlich organische Form aufweisen darf und damit meiner Leichtbauweise und meiner Einsparung bis zu ja, 25 bis 50% teilweise kann ich einsparen hier an Material, was mir wiederum beim Druck die Zeit spart, weil ich ja nur da Zeit ausgebe, wo ich auch Material auflege. Und wenn ich 40% Material sparen kann, reduziert das meine Druckzeit deutlich um einen höheren Faktor, sag mal 20, 25% teilweise. Ja, und Produktion, ja? in dem Bereich kann ich natürlich die Designfreiheit und auch die Funktionsintegration, die ja im 3D-Druck möglich ist, wunderbar einsetzen. Das ist Ja, aber eigentlich, ganz extrem. ich kann die Greiftechnik quasi um das Bauteil herum konstruieren, was man ja früher eigentlich so nie konnte. Von daher ist das natürlich ein wirklich interessanter Einsatzbereich. Also wie gesagt, was mir so vorschwebt, das sind Sachen, wenn ich meine Halterungen da, wo ich meine Anwendung mit dem Roboter verbinde, da FDM benutze zum Beispiel, um hier sehr stabil und sehr leicht zu werden. Das heißt, mein Roboter kann kleiner werden oder schneller werden. Und eventuell habe ich oben eine reine Anwendung mit einem weichen Material aus dem Polyjet-Druck, was ich hier auf phänomenale Weise miteinander verbinden kann. Ich kann ja beides miteinander verkleben, verschrauben, verpressen, ist egal. Wie gesagt, hier innerbetriebliche Fertigung, da setzen wir es ein. Immer dann, wenn ich häufige Änderungen habe und natürlich, wenn ich keine Zeit habe, um mir lange Wochen, Monate voraus meine Vorrichtung zu überlegen und fertigen zu lassen. Was ja meistens heute der Fall ist. Vorteile, klar, ich arbeite hier mit optimierter Funktionalität meiner Greifer oder Manipulatoren. Hochkomplexe Teile, spare Zeit und damit Kosten. Ich habe sehr individuell angepasste Designs und natürlich nicht zu vergessen und schon erwähnt, Leichtbauweise, ich spare Material und damit Zeit und Geld in meiner Fertigung. So, zum Thema Produktionsteile oder auch Endschussteile, wo wird das eingesetzt? Klar, Herstellung von Endprodukten und ganzen Baugruppen. Wo für Pilot- und Nullserien, für Vorserienproduktion, teilweise sogar in der Serienproduktion oder wenn mein Produktionszyklus eigentlich, mein Teillebenszyklus eigentlich schon abgelaufen ist und ich brauche aber nochmal, ja, im Prinzip Ersatzteile oder Nachproduktionsteile, dann ist hier die, ja, Produktion von End-Use-Teilen oder Produktionsteilen ganz einfach von Vorteil. Wozu? Klar. Einzelteile bis mehrere tausend für individualisierte Serienproduktion. Wir denken hier zum Beispiel auch an den Sondermaschinenbau, Medizintechnik, wenn jemand nur 5 Teile im Jahr produziert, Großanlagen oder sehr komplexe Geschichten und jedes einzelne Teil ist anders, nämlich kundenangepasst, dann habe ich hier eine individualisierte Serienproduktion. Immer dann, wenn ich häufige Überarbeitungen habe oder sehr komplexe Geometrien. Und wenn ich meine Bauteile anhand meiner mechanischen, elektrischen, chemischen, thermischen und sonstigen Eigenschaften ganz einfach leistungsoptimieren kann. Das heißt, in der Optimierung habe ich dann schon meine Kunststoffeigenschaften inbegriffen und optimiere, mechanisch optimiere meine gedruckten, produzierten Bauteile mit dem Werkstoff, in dem ich sie hinterher auch produzieren möchte. So, Vorteile ganz klar. Verkürzung von Vorlaufzeiten, die Zeit zur Serienreife überbrücken, ich spare Kosten, ich spare Lagerhaltung, ich kann meine Teile genau dann produzieren, wenn ich sie brauche, nämlich just in time so schön. Damit habe ich auch hier ein digitales Inventar, das heißt, ich habe keine Papierrollen mehr mit Zeichnungen, ich arbeite hier mit, meine Zeichnungen sind auf Festplatte, schon erwähnt, leistungsoptimierte Teile. Mein verringerter Montageaufwand und insgesamt eine deutlich erhöhte Flexibilität meiner Fertigung. Und damit kommen wir jetzt zum Herrn Borkow und zum Kundenbeispiel. Und ich bin damit mit meiner Präsentation am Ende, stehe für Ihre Fragen zur Verfügung und
gebe ab an Herrn Borkow. Danke Ja, sehr. dann herzlichen Dank. Ich würde auch sagen, dann schauen wir gleich mal rein, was tatsächlich nun ein Anwender zu sagen hat. Wir haben jetzt gehört, was kann ein moderner Druckerhersteller so alles bieten? Was sind da die Einsatzmöglichkeiten? Kunststoff bietet sich in vielen Bereichen an, auch wenn 3D-Druck natürlich auch in Metall machbar ist. Aber jetzt schauen wir bei der Firma Murtfeld mal vorbei, was sie tatsächlich live mit 3D-Druck unter anderem machen. Bitte schön. Genau. Nochmal herzlichen Dank erstmal für den Vortrag von dem Herrn Anton und nochmal guten Tag an die Leute, die vielleicht später zu uns gestoßen sind. Kurzer Erfahrungsaustausch, was wir im 3D-Druck machen und nochmal so einen Blick auf die Welt der additiven Fertigungsverfahren zeigen. Wir sind relativ gut ausgestattet, was das angeht. Das Haus Murtfeld kommt ja, das Unternehmen Murtfeld, aus der Kunststofftechnik. Wir sind seit 60 Jahren am Markt und beschäftigen uns ganz viel mit gefrästen und spanend hergestellten Kunststoffteilen und haben den 3D-Druck sehr lange beobachtet und uns immer überlegt, ist das was, was uns gefährlich werden kann, in Anführungszeichen. Und wollten diese Technik früh schon beherrschen, früh schon wissen, was da auf uns zukommt und sind eigentlich jetzt in der Phase, wo wir sagen, das ist nicht nur etwas, was uns in irgendeiner Form gefährlich werden könnte in Zukunft, sondern es ist eigentlich eine Riesenchance. Wir können dort nämlich noch viel mehr anbieten in dem, was wir schon können, schon jahrelang und was wir letzten Endes dem Kunden auch schon jahrelang anbieten. Da wir in der Konstruktion und in der Erstellung der erforderlichen 3D-Druck-CAD-Daten oder überhaupt der CAD-Daten schon sehr lange Erfahrung haben, machen wir das natürlich auch für den 3D-Druck, weil das ist ja im Moment noch ein Riesenthema bei vielen Büros, bei vielen Endanwendern, bei vielen Firmen, dass sie die erforderlichen CAD-Daten erstens nicht wirklich selber können. Gerade der Ersatzteilbereich, da ist es so, es gibt nichts und es gibt auch unter Umständen in einer produzierenden Firma keine Möglichkeit, ein gebrauchtes Teil CAD-mäßig zu erfassen. Das können wir leisten. Und was wir natürlich auch können, ist, das Ganze zu optimieren. Einmal in die Richtung, fräsen wir das Teil für den Kunden oder wir optimieren das für den 3D-Druck. Weil ich glaube, das ist ein ganz weiter Bereich, wo noch sehr viel Nachholbedarf ist in der Industrie, nämlich 3D gedruckt zu konstruieren. Wir haben, der Anton hat das dargestellt, wie unterschiedlich Teile sein können, die man senkrecht im Bauraum druckt oder die man horizontal im Bauraum druckt. Und es wird immer wieder die Frage gestellt nach Toleranzen. Auch Toleranzen hängen davon ab, wie ich die Teile in den Bauraum lege. Und wenn man mit dem Kunden diskutiert und fragt, welche deiner geforderten Toleranzen ist denn letztendlich für die Funktion des Bauteils die wichtigste Toleranz, dann kann man sich auf diese Vorgabe letzten Endes konzentrieren und sagen, okay, wenn wir es in den Bauraum so reinlegen, dann wird diese Anlage oder dieses Merkmal des Bauteils besonders gut. Und den Rest kann man an Anführungszeichen vernachlässigen oder auch nacharbeiten. Das ist ja das Entscheidende daran. Ich denke, der Anton wird mir da zustimmen, dass das Ganze da natürlich auch sein kann. Wir können das eben entsprechend mit anbieten und das können viele andere 3D-Druckdienstleister oft nicht. Genauso geht es um die Nacharbeit der ganzen Geschichte. Der 3D-Druck wird häufig sehr oft allein für sich betrachtet. Ich habe ein CAD-Modell, ich drucke dieses und bin fertig damit. Und wenn man das bei Spritzgießmodellen ist es häufig so, die sollen fertig aus der Maschine fallen, aber selbst da ist es so, ich habe noch einen Anguss, ich habe noch diverse Möglichkeiten oder muss Teile noch lackieren oder ähnliches. Der 3D-Druck wurde bisher immer sehr häufig für sich isoliert betrachtet. Und viele haben sich keine Gedanken über Nacharbeit und Ähnliches gemacht. Und gerade wenn ich ABS drucke, ich habe dort alle Möglichkeiten der Nacharbeit. Es lässt sich sehr leicht schleifen, es lässt sich lackieren, es lässt sich in irgendeiner Form bearbeiten. Also man kann da sehr viel machen und man sieht dann auch nicht mehr, dass das Teil gedruckt ist. Absolut nicht. Und Metallbeschichten. bitte? Zum Beispiel verchromen, Genau, genau. metallisieren, Metallisieren, das ist alles alles Mögliche. Das ist möglich. ja, sehr Ja, gut. und von Aber da daher, vielleicht ja. eine Frage tatsächlich nochmal, weil Sie sagen Nacharbeiten. Was ist denn aus Ihrer persönlichen Erfahrung mit den Projekten, die Sie tätigen, die übliche Nacharbeitszeit für ein durchschnittliches 3D-gedrucktes Bauteil?
Letztendlich ist das davon abhängig, was der Kunde tatsächlich nachträglich damit macht. Meistens werden die Teile gleitgeschliffen, also sprich in entsprechende Turbananlagen gelegt und nachgearbeitet, was dann auch eine mannlose Tätigkeit ist. Wenn der Kunde bestimmte Bedruckungen oder Ähnliches noch haben möchte, dann dauert das entsprechend länger. Also man kann nicht sagen, es gibt die feste Zeit der Nacharbeit. Das hängt davon ab, was der Kunde tatsächlich haben will. Wenn man schleifen muss, wenn man komplizierte Geometrien von Hand schleifen muss, dauert es auch entsprechend länger. Also das muss man individuell betrachten. Man kann nicht sagen, es ist eine Viertelstunde pro Bauteil. Ne? Korrekt. Okay. Ja, dann Okay. gerne nochmal weiter, weil Sie noch was haben. Ja. Genau. Und mal so ein paar Beispiele letzten Endes, was Kundenprojekte angeht. Das ist häufig der Bereich der Ersatzteilfertigung in irgendeiner Form, Art und Weise. Es ist aber auch Produktentwicklung. Das ist bei uns im eigenen Hause hat das stattgefunden. Wir haben einen Produktbereich Spannboxen, wo wir also Kettenspannsysteme fertigen. Da gibt es Baureihen, die aus Kunststoffen komplett gefertigt sind. Und diese Baureihen haben wir natürlich dann vorab getestet. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, entsprechend 3D, Entschuldigung, 3D gedruckt, das getestete oder das demnächst schritzgegossene Bauteil. Und man sieht hier, wenn man es aus Nylon druckt, das ist also sowas von stabil schon, dass man es also auch und zäh, dass man also damit auch schon funktionierende Systeme bauen kann, die dann natürlich nicht so leistungsfähig sind wie eine wirklich echt spritzgegossene spätere Spannbox, aber die man zumindest in der kompletten Geometrie, in dem Zusammenbauverhalten, in allen Eigenschaften letzten Endes testen kann. Oder man hat eben komplexe Bauteile für Kunden, die eigentlich nicht mehr preistechnisch herstellbar sind. Wunderbar. Genauso ist es bei uns im Hause so, wir sind ein führender Anbieter im Bereich der Formatsätze für Getränke, Abfüllanlagen. Diese Formatsätze müssen natürlich so schnell wie möglich quasi hier im Hause hergestellt werden. Die Problematik dabei ist oft, dass es die Flasche noch gar nicht gibt. Das heißt, die Flasche existiert nur in den Köpfen der Entwickler und es gibt aber Gott sei Dank dann oft CAD-Modelle oder auch es ist so, dass wir Zeichnungen haben und damit arbeiten können. Wir können dann also die Flasche, die wir benötigen, um den Formatsatz, die Förderschnecken, Formatsätze oder Sterne, die dann Fördersterne, die entsprechend dafür hergestellt werden, zu testen, entsprechend den Geometrien der Flasche, die es noch gar nicht gibt. Auch Produktentwicklung, was auch nochmal ein Beispiel aus dem eigenen Hause, wo wir eine funktionierende Spannbox mit einer Verrastung versehen haben. Die Stückzahlen sind verhältnismäßig gering. Wir sind genau da, was der Herr Anton am Anfang gesagt hat. Bei kleinen Stückzahlen, 1 bis 50 oder ähnliches, lohnt sich so etwas. Und dieses Gehäuse mit den Verrastungsrippen hier drin ist frästechnisch relativ aufwendig. Da haben wir gesagt, okay, bei den Stückzahlen, die wir da im Moment für brauchen, drucken wir es halt und siehe da, es funktioniert. Wir haben es hier also in einem Dauertest getestet, das gesamte System inklusive allen Anbauteilen und das Bruchverhalten ist genauso wie das normale schutzgegossene Gehäuse. Das ist für mich so die Hauptrichtung, wohin der 3D-Druck geht. Die Bauteile werden immer besser, die aus dem Druck kommen, immer besser zu gebrauchen. Sie sind wirklich gebrauchsfertig. Man sollte nie den 3D-Druck für sich betrachtet alleine stehen lassen, sondern immer auch die Möglichkeit haben, sowohl vorab die CAD-Modelle zu optimieren, als auch nachträglich die Bauteile wirklich optimal dann für den Gebrauch zu gestalten, sei es von der Ansicht her, sei es von der Funktion her. Und eben die Funktionsintegrität und auch die Designfreiheit, die ja da ist, in die Köpfe der Leute zu bekommen, das ist eigentlich im Moment die schwerste Aufgabe dabei. Die Bauteile, die aus dem Drucker kommen, sind eigentlich schon deutlich besser, als die meisten Leute glauben. Und Wunderbar. damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner Kurzpräsentation und kann gerne für Fragen zur Verfügung stehen. Genau. Dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank den beiden Referenten für einen interessanten Einblick in eine spannende neue Technologie. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, Fragen dann auch noch zu stellen. Ich habe schon einige aufgelaufen, die wir der Reihe nach durchgehen. Eine fand ich ganz spannend, vielleicht vorab sogar. In der Präsentation bei Ihnen, Herr Burkhoff vom Murtfeld, haben Sie am Anfang gesagt, was haben Sie an 3D-Druckern? Und da war neben einem Stratasys-Drucker aber auch ein MakerBot, was ja immer so ein bisschen nach den, naja, Das sind handgestrickten so Modellen die klingt. Handgestrickmodelle, genau. Das sind die Genau. Erfahrungssammelmodelle. Der MakerBot, gerade der Replikator 2x oder 2-mal, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, der hat ja den Vorteil, dass er auch zwei Extruder hat und entsprechend man damit Stützmaterialien arbeiten kann.
Wir können damit also alle möglichen Versuche machen. Wir haben diese, ich sage mal so, leicht abwertenden Baumarktdrucker hauptsächlich dafür, Materialentwicklungen zu machen und zu erkunden letztendlich, wie sich welches Material letztendlich wie verhält. Und da kann ich auch nochmal auf den Herrn Anton eingehen, der ja sagte, dass man bei Stratasys ganz besonderen Wert darauf legt, dass dieses Material eben sich immer und gut verarbeiten lässt. Das ist tatsächlich ein himmelweiter Unterschied. Wenn Sie normale Rollen, die Sie auf dem Markt kaufen, also Filamentrollen, die kaufen, benutzen, haben Sie oft das Problem, dass die eben, Sie wissen nicht, wie lange die gelagert sind, Sie wissen den Feuchtigkeitsgehalt nicht. Das Ergebnis spricht oft für sich. Es ist dann doch nicht mehr ganz so gut zu gebrauchen, wie wenn Sie einen entsprechenden Stratasys-Drucker benutzen. Um hier mal kurz die Werbeabteilung zu rennen. Es ist tatsächlich Wunderbar. so, Ich es war ist bloß neugierig, weil das ja da. tatsächlich so diese Maker-Geschichten eben sind, die auch im Heimbereich für teilweise wenige hundert oder wenige tausend Euro zu haben sind. Genau. So, jetzt mein Aufruf an alle, die bis jetzt teilgenommen haben und jetzt noch Fragen haben. Stellen Sie die bitte gerne. Ich versuche, die zu bündeln und dann entsprechend weiterzuleiten und gehe es auch schon mal der Reihe nach einfach die Fragen durch. Eine, die vielleicht kurz zu beantworten ist, was, glaube ich, mehr neugierig ist. Eine Frage nämlich an Herrn Burkhoff. Was für eine Kamera benutzen Sie? Die scheint Auto zu zoomen, kam aus dem Ja, tut sie. Auditorium. Jetzt muss ich erstmal nachgucken. Die nennt sich HD Webcam C525. Das also so gesehen nur am Rande, aber jetzt gehen wir wieder zum Fachlichen. Eine Frage, die schon relativ zu Beginn gefragt wurde, war einmal, ob man quasi auch gehärtete Materialien, Ventilsitze oder ähnliches drucken kann. Ich stelle es erstmal in den Raum. Im Zweifel müssen wir vielleicht in den Metallbereich ausweichen, da kann man auch was dazu sagen, aber was sagen Sie denn jetzt als Experten schon mal dazu? Also was wir gemacht haben, und zwar mit zwei verschiedenen Firmen im letzten Jahr, wir haben uns getraut, in den Bereich MIM zu gehen, also Metal Injection Molding, mit einem gedruckten Werkzeug, im Prinzip einen sogenannten Feedstock, der aus einem Bindermaterial, meistens PE oder PP, und dem Metall besteht. Das kann zum einen Titan sein. Das können alles mögliche Kupfer-Messing-Verbindungen sein. Es geht aber auch Werkzeug, Schneidestahl, jetzt Hartmetall für Schneiden zum Beispiel. Hier wird im Prinzip mit einer ganz normalen Spritzgießmaschine dieser Feedstock eingespritzt. Ich habe dann ein fertiges Grünteil, nennen wir es Grünteil, das dann in einem Nachfolgeprozess ganz regulär dem Sinterprozess folgend entbindert. Und entsprechend dann verdichtet und mit Druck und Temperatur verauflagt, versintert wird, sodass ich hier durchaus kleine Serien sehr gut herstellen kann. Also ich sehe Vielleicht keine eine. Probleme, das mal zu probieren. Wir haben es gemacht mit der Firma Wieden zum Beispiel aus Ulm. Die sind ja nun berühmt dafür und europaweit führend auf dem Markt der Kunst, also der Kupferhalbzeuge. Mit hervorragenden Ergebnissen, wir kriegen scharfe Kanten, runde Löcher, richtig gut. Genau. Da vielleicht noch die Anschlussfrage. An einer anderen Stelle wurde gefragt, im Spritzgussprozess, ob man quasi auch Metallinserts mit hineinspritzen kann bei Ihren Geschichten. Klar, in den Spritzgießbus auf jeden Fall. Ich hab keine Einschränkungen, was Schieber oder Einleger und so weiter entgeht. Ich muss mir nur Gedanken machen. Ich habe halt kein Metallwerkzeug. Das heißt, ich muss teilweise, wenn ich meine 20 Teile brauche, hier von Hand einlegen. Ja, aber das ist, wenn ich meine 20 Prototypen in wenigen Stunden habe, ist hier ein bisschen Handarbeit im Prinzip überhaupt kein Problem für die meisten. Ich kann hier ganz normal Einlegeteile reintun, wie im ganz regulären Spritzgießprozess auch. Um vielleicht auch noch zu ergänzen, weil die Frage ist, bezieht auch nach gehärteten Materialien und Ähnlichem wahr. Man muss da im Zweifel natürlich auch auf andere Verfahren, wie das Laser sind, dann Laserschmelzen zurückgreifen. Ich weiß beispielsweise von der Firma Marpal, die machen Werkzeuge, die machen auch entsprechende Werkzeughalter mittlerweile wirklich für Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, alle Varianten, wo ein Unterteil aus Stahl vorgefräst wird und dann im Prinzip der Werkzeughalter im additiven Verfahren aufgeschmolzen wird. Die Möglichkeiten gibt es, da ist heute also auch wirklich die Stabilität da, aber da muss man je nach Einsatzbereich natürlich schlichtweg auch das Material und das Verfahren anpassen. Ja, klar. So, dann war noch die Frage, welche Auflösung, kleinste Punktgröße ist bei FDM derzeit möglich? Wir haben im Prinzip, sag mal so, die Auflösung ist natürlich je nach System unterschiedlich. Also wir haben ja unser Mojo, die uPrint, die Dimension, die Elite und die Fotosanlagen in verschiedenen Auflösungen natürlich da. Hängt aber auch vom Material und der Düsengröße ab natürlich.
Da kann man sich sachlich gesehen auf unserer Homepage einfach schlau machen und geht über die verschiedenen Verfahren und Materialien in die Systeme rein und schaut dorthin. Ich denke mal, die Frage zielt aber vor allen Dingen auf die kleinste Wandstärke und da sind wir ungefähr bei einem halben Millimeter im FDM-Verfahren. Ja. Okay. PolyJet natürlich sagt mal so 0,6 als Standard. Ich kann hier auch etwas kleiner werden, muss aber darüber mir im Klaren sein, dass je dünner meine Wandstärke wird, ich dann aber auch noch meinen Schutzwerkstoff entfernen muss und dann wird es teilweise etwas kritisch. Okay. Eine Frage zwischendrin mal, Thema Murtfeld-Kunststoffe. Die Frage war, lassen sich auch Kunststoffe von Murtfeld, also die Genau. Spezialkunststoffe, Wir sind bereits ja drucken? Hersteller von Kunststoffen, genau. Nein, unsere ultrahochmolekularen Polyethylene lassen sich Gott sei Dank noch nicht drucken. Wir arbeiten aber tatsächlich selber dran und von daher warten wir es ab. Okay, dann war eine Frage zum Drucker selber. Wie groß ist der maximale Bauraum von 3D-Druckern derzeit, was beispielsweise Stratasys im Portfolio hätte? Kann ich einfach beantworten. Auf dem PolyJet-Markt sind wir heute bei 1 Meter in X, 800 mm Y und 0,5 Meter in Z. Auf dem FDM-Sektor gehen wir in X 900 mal 600 Y und 900 in Z. Das sind heute die größten Teile, die wir herstellen können an einem Stück. Nicht zu vergessen, so ein großer Trümmer auf der Objet 1000 hat dann auch schon gerne mal 220 Kilogramm. Also das ist dann Nicht schon schlecht. gewaltig, ja. Das ist richtig. Eine Frage auch zum Spritzguss war zwischendrin. Gibt es irgendwo eine spezielle Ausrichtung des Spritzgusswerkzeugs während des Druckens, auf die man schon achten muss, oder ist es gerade beim Spritzguss eher egal? Nee, natürlich nicht. Spritzguss, also das Design des Werkzeuges ist in meinen Augen eine hohe Kunst. Das heißt, hier die erfahrenen Spritzgießer, die wissen, die sehen quasi den Kunststoff, wie er in die Form läuft und sich verteilt. Hier muss man natürlich darauf achten, bei der Verwendung von gedruckten Werkzeugen sollte ich hier unbedingt darauf achten, einfache Angüsse zu nehmen, was ich lieber ein Mehr einzusetzen, große Angüsse zu nehmen, also mindestens mal 3, 3,5, 4 mm als Gate zu nehmen. Nicht gegen filigrane Teile zu spritzen oder diese filigranen Teile mit Normalien zu ersetzen. Dann habe ich eine Hybridform, das ist genauso einfach herzustellen, weil ich meine Normalien, meine kleinen Stifte oder Pins einsetze oder dünne Metallwände in die gedruckte Form einsetze und ich habe hier eine deutlich längere Lebensdauer. Also ich muss nicht unbedingt alles machen, was möglich ist. Ja, ich muss hier einfach kreativ sein und sagen, okay, ich weiß, das geht kaputt, also mache ich es gar nicht erst, sondern gehe hier den hybriden Weg und benutze, was ich zur Verfügung habe. Wunderbar. Kreativität. Ja. Dann war noch eine Frage, wird der Materialschwund, der immer wieder mal stattfinden kann, über den Drucker oder eine Software kompensiert? Quasi automatisch oder muss man da selber dran denken? Eindeutig. Also wir haben heute natürlich Materialfiles in unseren Systemen, die den Standardmaterialschwund automatisch berücksichtigen. Ich kann natürlich nach wie vor nochmal mit einer Software, also mit unserer Druckersoftware, eine Skalierung angeben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für Gießereiwerkzeuge noch etwas aufskalieren muss, weil ich halt den Materialschrumpf hinterher habe vom Metall, kann ich das damit gleich machen. Oder ich mache eine CAD-Software. Aber der generelle Materialschwund beim Drucken, Produzieren von Kunststoffteilen ist natürlich komplett in der Software versteckt. Ja, da haben Sie gar nichts mit zu tun. Ja. Wunderbar. Bei allen anderen kann ich kurz noch rückholen. Bei anderen Druckern ist es dann so, dass ich je nachdem, wie tief ich in die Software rein kann, mich da natürlich noch durchaus tagelang mit beschäftigen kann. Keine Frage. Okay. Wie sind denn so die Erfahrungswerte, vielleicht auch bei Murtfeld, Kosten pro Bauteil im Vergleich konventionell hergestellt, per 3D-Druck hergestellt? Wie ist denn da noch die Quote derzeit? Ja, Spritzguss ist natürlich eigentlich eine Fertigung für ein Massenprodukt. Also sprich, da sind die Stückzahlen pro Bauteil natürlich eigentlich verschwindend gering. Von daher, es hängt absolut vom Bauteil ab. Es lassen sich eigentlich von vornherein keine echten Kostensätze sagen. Das finde ich ist immer so eine, also man kann ein Bauteil echt bewerten, wenn man die CAD-Daten hat, aber man kann nicht pauschal sagen, das ist jetzt ungefähr 1 zu 3 oder 1 zu 5 oder 1 zu 7. Das ist eigentlich letzten Endes meiner Meinung nach gelogen.
Man muss es speziell bewerten, man muss es mit dem Kunden abstimmen, was er für Eigenschaften des Produktes haben möchte, um dann zu sagen, okay, in dem Falle kostet dich das Bauteil X Euro. Aber generell ist es ja schon noch so, dass auch wenn man Endteile, also gar keine Spritzgießformen macht und Teile, die sonst gefräst oder wie auch immer würden, die Materialien beim 3D-Druck sind noch etwas teurer, die Maschine ist vergleichsweise teuer, es dauert auch relativ lang, bis die Produkte gemacht sind. Wir haben den Prototypen oder den Einzelstückteilbau da, aber vielleicht gibt es eine Einschätzung von Ihrer Seite, wann man davon rechnen kann, dass auch gewisse Serien, nicht die ganz großen Serien, aber die kleineren sinnvoll sind. Gibt es da Abschätzungen? Ja, im Grunde hat der Anton das ja beantwortet letzten Endes und sagte ja grundsätzlich, die Kleinserien oder die hochindividualisierte Serie zwischen 1 und 50 Teilen, das ist eigentlich immer etwas, was sich über den 3D-Druck viel eher rechnet als in irgendeiner anderen Form der Herstellung. Das muss man einfach so sehen. Ja, hängt auch von der Größe ab natürlich. Ja, wenn ich jetzt viele kleine Teile habe, die ich übers Wochenende im Prinzip einfach mal laufen lasse und komme Montag früh rein und ich habe 200 Teile auf der Plattform, die ich abmache, ganz kurz entstütze und dann liefern kann, ohne mir da Gedanken machen zu müssen, wer da am Wochenende reinkommt, wer meine Fräse beaufsichtigt, ich brauche kein Fräsprogramm, ähnliches. Hier habe ich durchaus den Vorteil der additiven Herstellung. Also, genau. Ja. Wir haben ja noch einige wenige Fragen, dass wir jetzt auch gemütlich zum Schluss kommen. Es wurde mehrfach gefragt, wie sieht es aus? Gibt es die Unterlagen nach dem Webinar? Wir werden im Prinzip dieses Webinar als Gesamtpaket sozusagen als Video auch zur Verfügung stellen, dass man sich das anschauen kann. Entsprechend werden auch die Teilnehmer des Webinars am Ende per E-Mail einen Link bekommen, wo das zu sehen ist. Also grundsätzlich kriegen Sie, was Sie heute auch gesehen haben, nochmal zum in Ruhe nachlesen, wenn man so will. Das ist die Grundsatzgeschichte. Technische Fragen gab es auch noch. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Bauteile zu umdrucken oder Metallinserts zu bedrucken, dass also quasi schon im Druckprozess mehrere Bauteile verschmolzen werden in irgendeiner Form. Herr Bogo, ja, möchten Sie dazu was sagen? Also es geht. Es geht, ich darf natürlich, das eingelegte Insert darf natürlich nicht aus der Schicht hinausschauen, in der ich gerade, oder aus dem Layer hinausschauen, in dem ich gerade drucke. Also es muss im Bauteil quasi verschwinden, dann geht es auf jeden Fall. Also bei FDM ist es vorgesehen, in den Fotosanlagen mit der Insight-Software, ich kann meine Taschen programmieren, ich muss dort auch vorher dann den Support manuell löschen, lege meine Pause fest, mache die Maschine auf, lege meine Insert rein, ganz kurz mit dem Spray drüber wegen der Haftung und drucke dann weiter. Bei PolyJet ist das nicht so einfach. Wie wir hier eine Lösung irgendwann anbieten können, weiß ich nicht. Die Frage kommt häufiger, ist aber heute industriell nicht einsetzbar, weil es einfach recht komplex ist und ich kann den Support heute nicht manuell beeinflussen. Und wie gesagt, wenn mein Insert auch nur ein Zehntel durch eine Fehleinlagerung oder durch Unachtsamkeit des Bedieners aus dem Bauteil rausguckt, habe ich hier eine Kopfzerstörung und damit mehr Schaden angerichtet, als die ganze Sache eventuell wert ist. Also FDM ja, PolyJet eher nein. Gut. Bauteiltoleranzen war nochmal eine Frage. Wie ist es mit den Toleranzen zwischen identischen Bauteilen aus dem Drucker? Die haben ja manchmal noch den Ruf, dass sie nicht alle ganz gleich sind. Und wie verhalten die sich zu den Toleranzen zum grundsätzlichen CAD-Modell, das man gemacht hat? Ich zeige mal ganz kurz so rüber zu Herrn Burger für seine Erfahrungen. Also grundsätzlich ist, wie gesagt, wir hatten vorhin darüber gesprochen, Lage ist entscheidend für die Toleranz, die mir jetzt die wichtigste ist. Grundsätzlich sind die Teile schon identisch, wenn ich sie in einer Baulage, in einem Aufguss, so will ich mal sagen, gedruckt habe. Und die Wiederholgenauigkeit untereinander ist schon in Ordnung. Ja. Zu guter Letzt ist es ähnlich zu sagen, ja. Okay. Zu guter Letzt noch die Frage, weil das UV-Thema vorher auch schon mal da war, kam noch eine Nachfrage, ob es Möglichkeiten gibt, ein fertiges Bauteil mit irgendwas zu beschichten, um die UV-Beständigkeit zu erhöhen, lackieren oder ähnliches. Selbstverständlich. Haben Sie da alle Möglichkeiten sozusagen? Also genau, Sie haben auf beiden Materialebenen oder Technologieebenen, wir haben ganz, ganz viele, ich sag mal, PolyJet-Teile, die gerade im Begriff, ich sag mal, Interieur, Automobilbau oder sonst wo, Consumer Goods, natürlich aufwendigst lackiert, beschichtet, metallisiert, galvanisch verchromt oder sonst irgendwie beledert werden. Alles möglich. Man muss eben gucken, welches Material passt für was, wegen der Temperatur, beim Prozess und so. Und beim FDM natürlich auch. Klar, durch die Schichtstärke ist das Verschleifen, Polieren ein bisschen komplizierter,
aber ich kann provalisieren, ich kann drumbeln, ich habe den Smoothing-Prozess für ABS und ASA im Griff. Hier bin ich im Prinzip auch in der Lage, schöne Oberflächen zu erzeugen und die dann eben auch noch nachzubearbeiten, ganz klar. Wunderbar. Ja, das war es auch mit unseren Fragen. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit allen Zuschauern, die uns hier tatsächlich mal eine gute Stunde lang sogar jetzt gefolgt sind bei diesem spannenden Thema. Danke an meine Referenten, die wirklich sehr fachkundig und sehr interessant uns hier das Thema 3D-Druck, das vom Hype langsam wirklich in die reale Welt wandert, in die praktische, nutzbare Welt wandert, da interessante Sachen geliefert haben. Ja, ich freue mich, dass Sie alle dabei waren. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind Sie auch wieder dabei. Bei uns Zeitschrift KNext, Website KNext und ansonsten Strata Sütz macht prima Drucker. Murtfeld kennt sich gut mit Kunststoffen aus. Zusammen kriegen wir schon irgendwas hin in Zukunft. Herzlichen Dank. Genau. Alles Schönen klar. Dank. Besten Dank auch. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Wiedersehen.